renne in deine Gruppe rein, dass der Krieger von dir ein bisschen ablässt. Lass mich schon. Ja, ignoriere den einfach. Und guck, dass du deinen, genau, den da supportest. Sobald der angegriffen wird, schießt du auf den. Die verlangen eine Menge von mir. Nee, es ist gar nicht mal so viel. Schieß auf die Gegner und beschütze deinen Mann. Kannst du aber auch mal wieder V drücken, schaltest das immer zwischendurch aus, dann lässt sich halt leichter erkennen, was wo Gegner ist. Aha. Wie V? Bei mir geht das aber nicht. Ja, mit V aktivierst du halt die Balken über den Feinden. Wenn keiner in der Nähe ist, dann siehst du halt auch keinen roten Balken, aber du hast das eben mal ausgeschaltet. Ach so, aus Versehen. Jo. Und so rumhüpfen muss man auch, ne? Du kannst eigentlich mal ein paar Fallen legen. Fallen legen? Mhm. Wie geht das? Da hast du zum Beispiel die Sprengfalle, die könntest du mal legen. Wo denn? Wie denn? Das hier ist die Sprengfalle, das hier ist eine Frostfalle oder Eisfalle, ich weiß nicht genau, welche von beiden. Nee, nicht die, das ist der Pfeil, das ist der Countershot, mit dem kannst du Zauber unterleuchten. Ich wusste gar nicht, dass ich Fallen habe. Ja, und da ist noch ein, das, jetzt bist du gerade betäubt. Hast du einen Sepp, also aus dem Schurke gerade unsichtbar und nicht. Was machen die Fallen? Kommt auf die Falle an. Also die Frostfalle, da gibt es zwei von. Eine, die verlangsamt halt alle Gegner in einem bestimmten Umkreis. Und die andere friert einfach einen Gegner für, ich glaube, 8 oder 10 Sekunden ein. Ich habe mich totgestellt. Ja. Das ist Quatsch, ne? Den kannst du jetzt zum Beispiel angreifen. Da habe ich ihn gekillt. Habe ich. Nur mal so. Das sieht sehr gut aus. Also ihr seid echt weit in Führung. Ich glaube nicht, dass die das aufholen werden. Ich habe, glaube ich, noch kein einziges Mal überhaupt einen von den Gegnern mit ihrer Kugel im... Der ist in meine Falle gelaufen, der Idiot. Die Jochens Tank da hat. Die Bubble, die grüne. Was war das gerade? Was ist das hier? Nee. Was habe ich jetzt gemacht gerade? Adlerauge. Damit kannst du in die Ferne schauen. Von der Position aus, wo du das grüne Ding hinmachst. Ah, okay. Brauche ich aber nicht, ne? Nee. Aber schön mal zu wissen, was ist das? Das ist ein Cooldown, mit dem machst du jetzt mehr Schaden und dein Pet macht auch mehr Schaden. Warum benutze ich das nicht? Das weiß ich nicht. Ja, ganz ehrlich, für so einen alten Mann wie mich, das sind so viele Tasten, da wirst du doch irre. Ja, das muss man, wenn man die ganzen Skills hat, die man später mal braucht. Dann sollte man mal anfangen, sich zu überlegen, so wie benutze ich die, auf welche Tasten lege ich die und so weiter und so fort. Weil unter Level 50 oder teilweise sogar unter Level 70, 80 ändert sich das noch so oft und du kriegst so oft irgendwelche neuen Talente dazu, neue Skills dazu, dass... Stell dich mal auf deine Falle, Jürgen, Jochen. Auch direkt auf die Eiskältefalle. Ich muss eben mal hier diesen Typen. Toll. Weil wenn er dich da seppt, ist er halt... Oh, und jetzt auf den Krieger gehen. Genau, sehr schön. Das ist nicht der Krieger. Ja, da wieder die Frage im Chat mit dem Sub-Button. Ja, wollte Jochen ja eben in der Pause unterschreiben, ne? Hat wohl nicht geklappt. Die Leute merken sich ja alles, was man hier sagt. Frech. Mann, Killerkröte, mach den fertig! Scheiß Schurke. Er ist, glaube ich, schon tot. Der backt da nur rum. Nimm mal ein anderes Ziel. Zum Beispiel den Druiden da. Sehr schön. Jetzt da hinten den. Nicht auf das Pferd gehen, lass das Pferd in Ruhe, guckt, wo der Jäger dazu ist. Oh, ist das anstrengend, ey. Ja, ihr führt, alles gut. Ist das auch so bunt? Soll es schwarz-weiß? Da ist so viel los hier. Wie viele Fallen kann man machen? Du kannst von jedem Fallentyp eine Falle legen. Also du kannst eine Frostfalle, eine Feuerfalle. Hinter dir? Gibt es überhaupt noch mehrere Feuerfallen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich bin zu lange kein Jäger gespielt. Und es gibt noch so eine Schlangenfalle, aber ich weiß nicht, ob man die überhaupt als BM hat oder benutzt oder keine Ahnung. Und die liegen halt auf einem unterschiedlichen Cooldown. Und die halten dann eben, keine Ahnung was, ein paar Sekunden, 30, 40 oder so. Du kannst es aber früher neu legen.
also bevor der Cooldown abgelaufen ist. Wenn man irgendwo verteidigt, ist es meistens nicht ganz blöd, wenn gerade nicht gekämpft wird, eine Falle abzulegen. Jochen, der CR7 des BGs. Gut. Ein Todesstoß ist jetzt vielleicht nicht so toll, aber besser als gar keinen, ne? Jochens Mönch zum Beispiel. Ja. Das ist ein Heiler, oder? Jochens Mönch? Ja. Ja, das ist richtig. Da braucht man ja auch keine Todesstöße. Du hättest unten aufs Schlachtfeld verlassen klicken können. Also. Kannst aber auch oben rechts über das Auge. Und dann Schlachtfeld verlassen. Gewonnen. Oh, Batterie leer. Ich muss hier Strom holen. Sekunde. Strom! Mensch, da muss doch mal einer drauf achten. Mal die Nameplates der Gegner in Klassenfarbe anmachen. Auch da ist was dran. Habe ich auch sehr gerne eigentlich immer gemacht, um sofort sehen zu können, mit wem ich es zu tun habe. Ja. Und mein Lieblings-Add-on, Healers Have to Die, wo da immer so ein schönes Kreuzchen über einem Heiler drüber ist. Aber Heiler sind in WGs auch echt unglaubliche Heuler, ne? Wenn du mit Leuten spielst, ich werde immer angegriffen, hilf mir, hilf mir. Hast du eigentlich schon ein neues Netzteil? Das ist mein Netzteil von zu Hause, ja. Ja. Achso, das ist nur das kaputte, unsichere Netzteil. Ja. Weil es mal einen Kollegen loswerden. Genau. So. Jetzt hast du wieder Strom, also, Georg. Lange für zufälliger Dungeon. Dann machen wir wohl jetzt einen zufälligen Dungeon. Warteschlange für zufälliges Schlachtfeld. Boah, ich hätte total Hunger. Aber hast du nicht, oder was? Entschuldigung! Oh. Habt ihr auch Hunger? Verzeihung. Oh, geht. So. Oh, 100 Gold, vielen Dank. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Kampf beitreten? Ja, ja. Jetzt, oh nee, das ist dieser Tempel? Nee, wie heißt das Ding? Strand? Nee, das ist Strand, ne? Strand der Ureiden oder sowas. Oh Gott. Ätzendes Begegnen. Ist das scheiße? Ja. Warum muss ich da rein? Weil es zufälliges Schlachtfeld ist. Und du weißt halt vorher nicht, wo du reinkommst. Sondern erst, sobald du angekommen bist. Da muss der Herr Blizzard mal ändern. Man kann bei den zufälligen Schlachtfeldern halt auch welche abwählen. Das heißt, man kann sagen, in das möchte ich nicht reinkommen. Aber mittlerweile sind es halt so viele Schlachtfelder geworden, man ein bisschen wenig Abwahlmöglichkeiten hat. 1,20 Zeit, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen für unsere super tollen T-Shirts, die es jetzt käuflich zu erwerben gibt. Der Druck ist nur nicht so ganz so gut gelungen. Aber die Tassen sind prima. Und die Badelatschen von Thomas. Und die Kochschürze. Die Kochschürzen haben wir auch? Ja, sicher. Wofür Kochschürze? Warum verschwindet dieses Achievement nicht? Ihr könnt aber auch einfach so spenden. Da freuen wir uns. Eine Million oder so. Ja. Was? Warum das Achievement nicht verschwindet, wundere ich mich gerade. Oder der Gildenerfolg. Meinst du so? Sehr gut. Frag mich. Gibt es noch spektakuläre Fragen, die wir in 39 Sekunden beantworten können? Du meinst, außer wo ist der Sub-Button? Heute gar keine TNT-Brownies. Nee, heute nicht. Ja, Brownies fehlen mir so ein bisschen. Ich bin schon ganz schön unterzuckert. Kamen die denn gut an auch noch so weiter? Hier bei Freunden, Familie und so? Hm? Ja. Echt? Durchaus. Mhm. Soll ich nächste Woche welche mitbringen? Oder? Ja. Kannst du auch so Brownies, die so einen ganz kleinen Tick flüssig sind? Also nicht so ein bisschen, nicht total trocken wie die letzten, so. Also, die waren super. Ich meine nur so noch eine feuchte Note. Feuchte Note. Das ist schön. Also, nicht das, was du jetzt denkst. Jetzt mach was draus. Die Vorlage, die Vorlage ist so einfach. Der feuchten Note. Ich habe im Sprung geschossen, falls euch das mal aufgefallen ist. Ziemlich krasse Sachen. Also du musst jetzt diese Panzer unterstützen, mit denen ihr versucht, in die gegnerische Basis zu kommen. Ja. Eigentlich geht es in dem gesamten BG nicht wirklich darum, gegeneinander zu kämpfen, sondern nur
diese Panzer zu supporten und dann durch eines der Tore, erstmal eines der Tore am Strand zu kommen. Dann gibt es nochmal ein paar von Toren. Und wenn du da durch bist, dann geht's zur finalen Basis. Und du kannst dir am Steg, was der gerade gemacht hat, so eine Bombe mitnehmen. Und diese Bombe kannst du am Tor platzieren und damit halt auch das Tor aufsprengen. Was ist denn hier los? Ja, ein Paladin hat dich gerade betäubt, weil er denkt, du machst das Tor auf, machst das im Moment gerade nicht. Geh mal aufs Mount und reite mal zurück zum Steg. Aufs Mount. Aufs Mount. Aufs Mount geht man... Erstmal aus dem Chat raus, du bist nämlich gerade im Chat. Schreibst da QDAWSAD. Aufs Mount geht man nochmal hier, ne? Nee. Also wir haben... Auf deinen Chopper. Wir haben eine Spende bekommen. Das Schlüsselsymbol. Eine Spende, ja. Von Steffi... Steffi. Leni. Steffi Levi. Leni. Leni. Donated 2,79 Euro und schreibt, vielen Dank erstmal, und schreibt, aktueller Mad-Kurs, ihr macht das super, echt tolle Unterhaltung. Dankeschön. Vielen Dank. Der Schlüssel. Ja. Ich will dich nicht drängen, du bist zurzeit nur etwas unproduktiv in diesem BG. Lauf zum Steg, wenn du dein Mount nicht findest. Ja, jetzt ist das Tor mittlerweile auch offen. Jetzt habe ich total versaut, ne? Nee, du wirst von einem angegriffen, der genauso unproduktiv ist wie du. Was gut ist. Geist freilassen. Wo ist denn mein Mount hier? Bin ich denn bescheuert? Der Schlüssel. Warum? Er hat was, wieso? Achso. Weil es ein Shopper ist. Ja, genau das ist mir jetzt gerade auch in den Sinn gekommen. Hätte auch ein Haus sein können, wenn man einen Schlüssel hat. Ja, ich habe übrigens meinen Autoschlüssel verloren. Tatsächlich? Ja. Ich habe aber zum Glück noch einen. Aber ich habe... Einen, wo man so piep-piep aufmacht, und einen, wo man eben nicht piep-piep aufmacht, sondern man muss immer zur Fahrertür aufschließen. Das ist voll ätzend. Das ist aber auch anstrengend, zur Fahrertür laufen zu müssen und dann noch aufschließen. Vielleicht so sonst über den Kofferraum. Ja. Ihr seid vielleicht arschgeil. Nee, aber das ist eigentlich eine Zumutung, ne? Ja. Also zur Fahrertür laufen auch zu müssen und aufschließen. Bist du mit Fahrrad hier, Jochen? Nein, ich bin mit Auto hier. Ach so. Ich gehe gleich Fußball spielen. Ich dachte, du spielst Handball. Im Tor? Deshalb ist in 40 Minuten hier Schluss. Hm? Ich dachte, du spielst Handball. Ich habe Handball gespielt, bis mein Körper sagte, lass es besser. Jetzt spiel ich Fußball. Spielst du beim HSV? Heute trainieren, morgen Relegation? Nein. Du wärst unter Umständen eine Verstärkung. Ihr könnt mich mal. Was denn? Spielst du im Verein? Oder nur so? Okay. Ich habe im Verein gespielt, ja. Empfindest du es gerade als eine Beleidigung, dass du eine Verstärkung für den HSV bist? Jetzt in dem Fall kannst du den eigentlich auch in Ruhe lassen. Bleib mal in der Nähe von eurem Panzer. Also Jochen. Was denn? Ich habe noch eine Frage. Die Nevi fragt. Es hieß doch in der einen Facebook-Erkündigung, dass es ein besonderer Stream ist. Was steckt denn nun dahinter? Wer hat denn gesagt, dass das ein besonderer Stream ist? Ich lüfte mal das Geheimnis. Das Besondere heute ist, wir haben eine Lampe mehr. Nein. Wir wollen das Büro umbauen. Ach ja. Ja, stimmt. Wir wollten das Büro umbauen, weil wir ja hier demnächst mehr produzieren. Und das wollten wir vor dem Livestream quasi schon live zeigen, wie wir in verschwitzten Shirts Sachen durch die Gegend tragen. Also ihr in verschwitzten Shirts, ich sitz daneben und gebe Anweisungen. Richtig. So, jetzt seid ihr durchgebrochen durch das Tor, durch das letzte Tor. Und jetzt wird diese Runde beendet. Also, ihr habt jetzt quasi nicht gewonnen, aber das gegnerische Team hat jetzt so lange Zeit, wie ihr gebraucht habt, um auch durchzubrechen. Okay. Um das zu verhindern, teilt man sich am Anfang erstmal relativ gleichmäßig auf die beiden Strandabschnitte auf. Ja. Das ist aber auch eine Map, die mir auch nicht so gut gefällt. Ich mag die halt auch nicht, weil es im Prinzip, du kämpfst nicht wirklich gegeneinander, sondern du kämpfst gegen diese Fahrzeuge. Und das ist nicht so ultra spannend, finde ich. Aber egal, man nimmt, was man nimmt, kriegt. Man kriegt, was man kriegt. Ihr wisst, was ich meine. Und man hat, was man hat. Und man isst auch, was man isst. Ja. Machst du nichts. Und, ja.
Es geht doch viel weiter. Allgemein macht es Sinn, zum gegnerischen Steg zu gehen. Oder hier zu bleiben, mit der Kanone zu schießen. Nee, erstmal nicht. Erstmal am Steg. Du kannst später noch zur Kanone. Wie komme ich da weg? Das Aussteigen-Symbol, der Pfeil hier. Ah ja, richtig. Deine und Antwort ist richtig. Ganz, ganz wichtig ist, den gegnerischen Panzer, den dort gleich einer besetzen wird, möglichst schnell zu zerstören und auf dem Weg halt nach Möglichkeit zu verlangsamen, damit es möglichst lange dauert, bis er dort ankommt. Da ist so ein Panzer, der rollt jetzt auf das Tor zu und den solltet ihr zerstören. Der ist schon zerstört, das ist gut. Und der wird gleich respawnen. Und bis dahin alle Gegner töten, die mit einer von den Bomben auf dem Rücken versuchen, zu dem Tor zu kommen. Alles klar. Kannst auch mal Richtung andere Seite gucken, ob da zufällig ein Panzer durchkommt, weil doch relativ viele von uns hier sind. Ich bin betäubt gleich tot. Nö, du bist nicht. Du musst hier aber überhaupt nicht kämpfen, das ist gerade völlig unproduktiv. Alles klar. So, ich kann leider nicht genau erkennen, wie viele da auf der anderen Seite sind, aber hier ist noch ein Panzer gespawnt auf der Seite. Guck, dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Und jetzt hau den mal so auf 20% HP runter. Das kann eine Weile dauern. Kannst du erst den Magier umhauen, der hier rumläuft? Der hier. Nimm die mal ins Ziel, genau. Den umhauen. Der macht jetzt Eisblock, der ist jetzt immun für 8 Sekunden. Aber bevor der gleich wegblinkt, wartest du einfach kurz, schießt den dann um, wenn er rauskommt. So, zack. So, und jetzt haust du. Rechts von dir ist da dieser Panzer und den schießt ihr jetzt auf 20% runter. Warum? Okay, das Smaragd-Tor ist schon zerstört worden, das andere Tor. Jetzt kannst du dir den Kram sparen. Du machst das deshalb, du schießt den nur runter auf 20%, weil er dann schnell gekillt werden kann, sobald ihn jemand benutzt. Wenn du ihn aber komplett zerstörst, respawnt er einfach. Deswegen sollte man die halt nicht komplett runterschießen, wenn sie noch nicht besetzt sind. Hier zu stehen und zu kämpfen ist doof, ne? Ja, das ist nicht so super gut, gerade weil das Tor oben auf der anderen Seite schon zerstört wurde. Und das heißt, die Gegner jetzt weiter auf dem Weg sind zum nächsten Tor. Geist freilassen, weiter geht's. Ja, aber im Moment ist noch alles soweit okay. Ihr müsst noch 2 Minuten 30 oder 38 verteidigen, dann würdet ihr das Spiel gewinnen. Okay. Aber das heißt halt auch jetzt wirklich die beiden nächsten Tore. Wir haben eine Frage. Eine Frage, ja. Ich zitiere mal. Warum wird nicht eine Frage zu Barlo beantwortet? Und zwar hatte der gefragt, ob du streamst oder so. Nee, beantwortet doch jedenfalls, ob Barlo demnächst mal wieder unter Barlo streamen wird. Hallo. Vielleicht. Aber ich glaube, das nächste Mal, wenn ich streamen werde, werde ich auch wieder auf dem, auf diesem Kanal hier streamen. Könntest du in Caps antworten? Das nächste Mal werde ich auf diesem Kanal hier streamen. Danke. Gut. Du musst dann die Frage noch von hier Dings beantworten, Thomas. Die hast du nicht vollständig beantwortet. Welche Frage? Na, warum ist das ein besonderer Stream heute? Da hast du bei der Hälfte, bei der Hälfte aufgehört und dann bist du unterbrochen worden von uns. Na, oh, danke für den Hinweis. Na, dass wir umbauen wollten. Und vor dem WoW-Stream wollten wir eine Kamera anmachen, wie wir umbauen. Oder war da noch... Guck mal bitte auf... Mach mal bitte M. Ist ja nicht so, dass ich wieder unterbrochen werde. Sekunde, Thomas. Warte mal eben. So, ich raff gerade nicht, welches Tor noch ganz ist oder wie das aussieht, wenn das ganz wäre. Sind die beiden mittleren Tore noch ganz? Ja, ne? Oder ist das schon kaputt? Ne, die sind noch ganz, oder? Guck mal bitte hinter dich, ist das Tor noch ganz oder kaputt? Ich bin so selten auf dieser Map, dass ich keine Ahnung habe, wie das aussieht. Ich glaube, es ist noch ganz, ne? Und jetzt? Ja, dort verteidigen, wo Feinde ankommen. Wir haben jetzt erstmal einen Friedhof. Oh, oh. Das Licht ist kaputt gegangen. Akku leer. Eine Lampe weniger. Ja, das ist der kaputte Akku. Die haben jetzt erstmal einen Friedhof eingenommen, was bedeutet, sie spawnen ein bisschen weiter oben und haben es deshalb ein bisschen kürzeren Weg oder auch leichter. Geh mal, reit mal dahin. Ein bisschen leichter, das Tor anzugreifen. Und das wollen wir jetzt verteidigen, das Tor. Dieses Tor. Nee, es bringt nichts. Wir brauchen ja Licht von der rechten Seite. Aber es macht nichts. Lass aus, ist nicht so schlimm.